Hallo und herzlich willkommen bei Hotel Moments. Heute befinden wir uns an einem anderen Ort, und zwar mitten im tiefsten Winter in Zakopane. Heute zeigen wir euch Residencia Gubovka, ein Restaurant, ein Hotel, das mitten auf eines der größten und schönsten Berge ist. Begrüßt wird man im Hotel bzw. in der Rezeption direkt von warmen Holzdetails und wunderschönen Sitzgelegenheiten. Hier geht man auch direkt in das Hotel rein bzw. in Gebäude Nummer 1. Oben und unten sind insgesamt 64 Zimmer in verschiedenen Preiskategorien. Um einen Eindruck zu gewinnen, zeigen wir zuerst, wie die Häuser im Treppenhaus aufgebaut sind. Ich glaube, auch das Wichtigste, wenn man mit Skisachen hier unterwegs ist, sind überall natürlich auch Aufzüge. Also ob jetzt in Haus Nummer 1, 2, 3 oder auch 4. Und jetzt kommen wir wohl zu einem der schönsten Ecken tatsächlich hier im Hotel. Und zwar zeigen wir euch als erstes das Restaurant bzw. auch Sitzgelegenheiten, die man natürlich auch tagsüber nutzen kann. Oder vor allem abends am Feuer, ob am Kamin oder tatsächlich auch beim Fernsehen. So, wir sind jetzt im Restaurant und haben uns einige Sachen zum Essen bestellt. Eine kleine Vorspeise, ein Wein, natürlich was Erfrischendes zu trinken. Werden den Abend jetzt etwas genießen. Wir haben uns was typisch Polnisches bestellt. Als Hauptspeise habe ich mir einen Burger bestellt und du hast dir was bestellt? Das ist auch ein typisch polnisches Gericht. Welches ich tatsächlich auch schon kenne, also sehr lecker. Genau. Das Dessert werden wir uns noch aussuchen, wir haben die Karte hier behalten. Zur Karte an sich, es ist sehr aufgeräumt, sehr clean. Wir haben hier einfach, ihr seht, Steaks, Burger, andere Hauptgerichte. Es ist eine gute Auswahl, aber auch nicht zu viel. Und ich glaube, das zeichnet ein sehr, sehr gutes Restaurant aus. Die Weinkarte, ganz klar. Ganz normale Getränke, Cocktails gibt es ja auch, Whisky und unterschiedliche Sorten. Ich glaube, jetzt sind über 12, 15 Stück unterschiedliche Weine. Also Riesenauswahl für ein sehr, sehr gutes Restaurant. Und wir sind sehr gespannt, wie das Ganze noch schmeckt. Also wir haben den ersten Gruß aus der Küche bekommen. Das ist Brot mit, also wir vermuten, das ist Butter und natürlich Salz. Wir sind ganz gespannt, das ist auf jeden Fall schon was ganz Besonderes. Kannst du ja schon mal den ersten Taste-Test machen? Ja, sehr gerne. Gerne Bilder. Blenden wir euch selbstverständlich ein. Ja, das scheint Butter zu sein, also ist sehr zart. Oh, ein bisschen Salz drauf. Unsere Vorspeise ist noch gegessen, ihr habt sie gesehen. Bignus und Schnitzel, das ist so eine, ja, wie kann man das beschreiben? Eine Suppe, die etwas säuerlich ist. Bigos kennt vielleicht einige von euch, schon mal gehört. Was typisch polnisch ist, das ist Kraut, auch ein bisschen säuerlich. Mit unterschiedlichen Gewürzen, kann man nicht beschreiben, da sind so viele Gewürze drin. Müsst es einfach selber probieren, wenn ihr hier seid. Oder vielleicht woanders in Polen. So, ihr seht es schon, mein Burger ist gekommen. Also ich glaube, besser kann man den nicht präsentieren. Kleine Schale mit Pommes, richtig großer Burger, das Brot schön kross, man hört es schon. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Ja.
Du hast sogenannte Devolaye. Innen drin ist Schweinefleisch, außenrum Hühnerbrustfleisch, was halt so paniert ist, mit Kartoffelpüree und einem Rote-Beete-Salat. Zum Nachtisch gibt es ein Hot Brownie mit einer Schokoladenfüllung, Eis und ja, etwas Obst dazu. Um euch natürlich auch einen Einblick in eines der Zimmer zu geben, zeigen wir euch in dem Fall ein Komfortzimmer. Also es ist ein wenig größer als das Klassikzimmer, in dem Fall die 113. Also wenn man schon reinkommt, sieht man auf jeden Fall ein cooles, kleines, süßes Sofa. Ich weiß nicht, ob das sogar zum Aufziehen ist für ein Kind. Ansonsten ist hier eben auch sehr viel Raum. Ein großes Bett mit zwei kleinen Nachttischen. Wie mir gerade auffällt, sind das so kleine Baumstämme bzw. so ein Stück vom Baumstamm. Und das Badezimmer hier drüben ist auch auf jeden Fall reichlich ausgestattet. Im ganzen Hotel findet man auch die ganzen Details wieder, ob dieselben Fliesen und auch Wandfarben. Das Schöne ist natürlich auch hier der große Spiegel. Das Highlight des Ganzen ist natürlich der Ausblick. Also man befindet sich direkt auf dem Berg Gubarufka und hat dementsprechend auch Ausblick auf die schöne Landschaft. Von Vorteil ist natürlich auch der große Balkon hier, wo man auch natürlich morgens seinen Kaffee genießen kann oder einfach mal abschaltet. Und für alle, die auch im Winter hierher kommen, ist es natürlich auch von Vorteil, das Auto in der Garage stehen zu lassen. Dementsprechend gibt es ja auch genug Möglichkeiten, einen Garagenstellplatz zu mieten. Und wenn man in der Garage ist, ist es natürlich auch von Vorteil, von hier in alle Gebäude zu kommen. Also hier ist Zugang zu Haus 1, 2, 3 und 4. Und Nummer 1 zeigen wir euch jetzt auch von innen. Unsere Lieblingsecke haben wir ja gerade schon gezeigt, aber jetzt zeigen wir euch noch eine coole Ecke. Und zwar ist das genau hier drüben. Es ist die Bar, wo man natürlich alles Mögliche bestellen kann. Also alles, was das Herz begehrt. Als nächstes zeigen wir euch natürlich auch das Herzstück dieses Hotels, nämlich das Restaurant. Dieses kann man auch ab 37 tatsächlich zum Frühstück schon besuchen. Zu erwähnen sind hier natürlich auch die verschiedensten Angebote. Spa, Sauna, Eisbad und natürlich auch der Pool, den wir euch jetzt genauer zeigen. Und wie eben schon erwähnt, zeigen wir euch jetzt den Pool und auch den Whirlpool. Zurück vom Spa bzw. von der Pool Area befinden wir uns wieder zurück in dem Gang, von dem wir eben tatsächlich auch reingekommen sind. Hinter uns bzw. hinter dir direkt ist natürlich auch das Restaurant oder die Bar, die ihr eben schon gesehen habt. Und hier hinter mir ist Zugang zu Haus Nummer 3. Alles ist miteinander verbunden und damit man sich das verbildlichen kann, geben wir euch natürlich auch ein paar Einblicke von oben. Das war's auch schon mit unserer kleinen Hoteltour. Dieser wunderschönen Aussicht im Hintergrund beenden wir unser Video. Wir hoffen, euch hat es gefallen.
Schreibt gerne in die Kommentare, was euch an diesem Hotel so besonders gefallen hat. Also, liked, kommentiert und abonniert. Bis zum nächsten Mal.